Wenn Aktienmärkte eine saftige Rallye machen, hat das stets mehrere Gründe. Und auch hier sind es zum Beispiel mechanische Gründe. Put-Optionen werden eingedeckt. Aber vor allem ist es auch ein ideologischer Grund, nämlich der, dass die Märkte hoffen, dass das Ponzi-Schema, das durch die Notenbanken geschaffen wurde, weiter bestehen kann. Denn man hatte Sorge, dass die Notenbanken das von ihnen geschaffene Ponzi-Schema im Grunde selbst zerstören, indem sie eben das viele Geld, das sie gedruckt haben, jetzt plötzlich da im System entziehen. Und du kannst einem Drogensüchtigen nicht sofort die Drogen wegnehmen, ohne dass der Drogensüchtige dann ein echtes Problem bekommt. Und zwar ein solches Problem, dass du vielleicht fürchten musst, dass er überleben kann. Dementsprechend entscheidest du dich dann als Notenbank und sagst, wir versuchen irgendwie einen Mittelweg zu gehen. Und genau diesen Mittelwert, den nehmen jetzt die Märkte an, den spielen aktuell diese Märkte, indem sie sagen, die Notenbanken werden einknicken. Das ist der Grund der Rallye, die dann viele wiederum auf dem falschen Fuß erwischt, weswegen wir eine scharfe technische Bärenmarkt-Rallye sehen können, der wahrscheinlich dann nochmal ein neues Tief verfolgen wird, aber das dürfte noch ein bisschen dauern. Schauen wir uns die Dinge mal an. Was meine ich mit Ponzi-Schema? Hier die großartige Nomi Prince, eine ehemalige Mitarbeiterin von Goldman Sachs, hat es auf den Punkt gebracht. Die Notenbanken haben alle Probleme mit Gelddrucken versucht zuzuschütten. Damit haben sie ein Ponzi-Schema geschaffen, also ein Schema, in dem praktisch das Geld viel schneller wächst als die Wirtschaft. Das ist der Grund für unsere Inflation. Das massive Gelddrucken durch die Notenbanken ist dann plötzlich aufgefallen, als wir eine Angebotskrise durch Corona und den Ukraine-Krieg hatten. Und jetzt, wenn die Notenbanken hergehen und dieses Ponzi-Schema zerstören, dann zerstören sie sich auch selbst, denn dann wird ihre Existenzgrundlage praktisch außer Kraft gesetzt und sie würden die derzeitige Wirtschaftslogik kaputt machen, die eben auf permanenten Pump basiert, die darauf basiert, dass die Wirtschaft weniger schnell wächst als die Schulden. Was meine ich mit diesem Ponzi-Schema? Den Begriff Charles Ponzi haben Sie vielleicht schon mal gehört oder den Namen Charles Ponzi, hier ein Italiener, der nach Amerika ausgewandert ist und Anlegern traumhafte Renditen versprochen hat, die er dadurch finanziert hat, dass andere Anleger, neue Anleger Geld investiert hatten. Er hat also praktisch das neue Geld genommen und den alten Investoren damit traumhafte Renditen bezahlt. Das geht so lange gut, wie neues, frisches Geld reinkommt. Wenn das aber nicht mehr passiert, dann fällt das System in sich zusammen. Und genauso ist es auch mit den Notenbanken. Wenn du plötzlich aufhörst, das System durch Gelddrucken am Laufen zu halten, sondern das Gegenteil tust, die Geldpolitik massiv erstraffst, dann wird der Patient kollabieren, dann kollabiert das System. Und das werden die Notenbanken wissen, ahnen, spüren, früher oder später, auch wenn sie manchmal ein bisschen naiv und realitätsfern scheinen. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis man das realisiert. Und dann wird wahrscheinlich so ein Mittelweg kommen, der, naja, die Inflation nicht so wirklich stark bekämpft, aber so ein bisschen eben bekämpft. Wir haben ja gesehen, dass wir offenkundig ernste Themen haben. Wir hatten die Bank of England dazu gleich. Wir hatten die Credit Suisse, die offenkundig in irgendeiner Form in Schieflage war, ist die Credit Default Swaps deutlich teurer geworden, nach oben geschossen, ein Dringlichkeitstreffen des Boards der Credit Suisse am Wochenende hat natürlich die Spekulationen nach oben gebracht. Jetzt ist es offenkundig so, dass ein bisschen Entwarnung kommt. Die Investmentbank der Credit Suisse ist wohl eine echte Tragödie, aber sie haben eben auch durchaus solide Bereiche. Wealth Management, die eigentliche Bank, also Vermögensverwaltung, die eigentliche Bank, die steht noch relativ gut da. Und das hat gestern auch so ein bisschen zur Beruhigung beigetragen, solche Meldungen. Naja, ganz so schlimm ist es nicht mit der Credit Suisse, aber man sieht, da ist plötzlich jetzt die Gefahr, dass eine systemrelevante Bank gegen die Wand fährt. Dann haben wir gesehen, dass die britische Regierung einen Rückzieher gemacht hat mit diesen Steuersenkungen, vor allem für die Reichen. Das ist natürlich ein immenser Gesichtsverlust, hat das Pfund aber nach oben gebracht, hat die Renditen nach unten gebracht,
hat damit einen Risikoappetit bei den Aktienmärkten entfacht, der sich gewaschen hat. Dementsprechend gestern die Rallye und Rabobank bringt es eigentlich auf den Punkt. Die Bank of England war gezwungen einzugreifen, weil Pensionsfonds in Schieflage waren, die eben sehr stark Leverage, Schulden gehebelt und mit Derivaten unterwegs waren, gezwungenermaßen teilweise unterwegs waren aufgrund der Nullzinspolitik. Die Nullzinspolitik der Notenbanken war wiederum verursacht durch einen Unfall auch derjenigen Spekulanten eben solcher Pensionskassen, die mit Leverage und Derivativen unterwegs waren. Also wir sehen, das ist ein Monstersystem, das hier geschaffen wurde, dass dann extreme Ungleichgewichte geschaffen werden. Und die Frage ist, crasht ein solches System gesamt oder sehen wir viele so Mini-Crashes, die praktisch sich immer wiederholen, wie wir sie in letzter Zeit jetzt gesehen haben, gefolgt von dann impulsiven Rallies, dann wieder der nächste Mini-Crash, ohne dass das ganze System kippt. Das zumindest vermutet Naomi Prince, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, die übrigens ein wunderbares Buch geschrieben hat, das ich in nächster Stelle mal empfehlen werde. Also das jedenfalls, dieses Umdrehen, dieses Zurückziehen der britischen Regierung hat da sehr, sehr stark geholfen, ebenso wie diese Credit Suisse-Meldung, vielleicht doch nicht ganz so schlimm, die systemrelevante Bank noch nicht wirklich über den Jordan gegangen. Es gab Warnungen genug, Morgan Stanley hat gesagt, ja, der steigende Dollar, der wird dafür sorgen, dass irgendetwas bricht. Gestern gab es ja ein Emergency Meeting bei der Fed. Das passiert schon ab und zu mal. Also das muss nicht heißen, dass die wirklich in Panik waren. Aber Charles Gasparino hatte hier getwittert, dass die Fed durchaus auch nach dieser Geschichte mit den Pensionsfonds in Großbritannien sich Sorgen um die Finanzstabilität macht. Dass man fürchtet, dass da ein neuer Lehman-Moment kommt, wenn man die Zinsen bei 4% hat. Und die Anleiherenditen so stark nach oben schießen. Selbst die Vereinten Nationen haben jetzt die Fed und andere Zentralbanken aufgerufen. Mensch, stoppt jetzt mal diese Zinsanhebungen. Also man hat Angst um das Gesamtsystem, um die Finanzstabilität. Und bei einer Geschichte werden die Notenbanken immer nervös, wenn es darum geht, Finanzstabilität, jene Finanzstabilität, die sie selber im Grunde zu einer permanenten Instabilität gemacht haben, indem sie den Geist aus der Flasche gelassen haben. Aber jedenfalls hoffen die Märkte, wetten die Märkte, dass da bald eine Pause kommen wird, dass die Zinsanhebungen verlangsamt werden, die Straffung der Geldpolitik deutlich langsamer erfolgen wird. Die Royal Bank of Australia hat heute den Zins etwa nur um 0,25% angehoben, statt wie erwartet um 0,5% und hat genau das gesagt, was die anderen Notenbanken wahrscheinlich auch bald sagen werden. Na, lasst uns doch erstmal abwarten, wie die Zinsanhebungen wirken. Man wird vorsichtiger werden seitens der Notenbanken. Deswegen sind diese ganzen Projektionen, dass der Zins bald bei 4,5% steht, in den USA halte ich für falsch oder sind praktisch übertrieben. Noch versuchen solche Fed-Mitglieder wie Williams eben, ja, die Inflation ist viel, viel zu hoch, bla bla, aber das wird nicht mehr lange so der dominante Sprech bleiben, sondern es wird eben dann gesagt werden, ja, lasst uns doch erstmal abwarten, wie die jetzt wirken. Wir haben doch schon sehr viel gemacht, ist doch viel passiert. Jedenfalls sehen wir, dass die Fed Fund Terminal Rates, also die Erwartung der Märkte, wo das absolute Hoch dann der Zinsen sein wird, geht immer weiter runter. Die Erwartung, dass die EZB jetzt sehr stark die Zinsen noch anheben wird, geht weiter runter und all das ist natürlich positiv für Risikomärkte, für Risk Assets eben wie Aktien und die Anleiherenditen gestern deutlich, deutlich unter Druck gekommen. Hier sehen wir das oben. Das war so einer der stärksten Bewegungen der letzten Jahre. Im Grunde mit die zweitstärkste Bewegung wahrscheinlich, die wir gesehen haben seit der Financial Crisis. Und unten sehen wir in diesem Chart von Goldman Sachs, dass eben jetzt die steigenden Renditen und der Aktienmarktabverkauf eben zu einer Straffung der Finanzkonditionen geführt hat, wie wir sie eigentlich außerhalb der Finanzkrise und dem Corona-Crash nicht gesehen hatten. Also da ist durchaus was passiert, und zwar so viel passiert, dass hier Instabilitäten entstanden sind, die dann wiederum Notenbanken auf den Plan rufen und sagen, vielleicht sollten wir ein bisschen langsamer machen. Hier sehen wir nochmal diesen Tightening Pressure in den Balance Sheets, in den Bilanzsummen der G4 Zentralbanken. Vor allem die Fed reduziert ja, und wir haben gestern wichtige Wirtschaftsdaten auch bekommen, ISM verarbeitendes Gewerbe nur noch knapp über 50, und hier sehen wir mal die großen Rezessionen 2001, 2007.
Da tippten wir dann unter diese 50er-Marke, wir waren jetzt beim Corona-Crash, mal unter der 50er-Marke. Klar, wenn du die Wirtschaft stilllegst, dass du dann keine Top-Werte hast, ist klar. Aber wir sind wahrscheinlich jetzt wirklich vor einer Situation mit einer scharfen Rezession, wie wir sie zuletzt in der Finanzkrise gesehen hatten. Warum? Wir haben etwa gesehen, dass selbst beim Corona-Crash sind die Zinskurven nicht invertiert. Also die 2- und die 10-Jährige, da hat die 10-Jährige immer mehr rentiert als die 2-Jährige, sodass die Zinskurve nicht invers war, sondern einen normalen Verlauf genommen hat. Hier sehen wir, dass wir jetzt neben diesem Abschwung, den wir derzeit jetzt in den Zahlen sehen, eben schon lange eine sehr, sehr stark invertierte Zinskurve sehen. Und das bedeutet, dass die Rezession praktisch auch in den USA nicht mehr zu vermeiden sein wird. Alles deutet darauf hin, dass es so kommt, auch durch den Abschwung Chinas, durch den Abschwung in Europa. Da werden die Amerikaner mit erfasst, vor allem durch diese Geldpolitik, die eben immer straffer geworden ist. Das wird sich sehr, sehr schnell bemerkbar machen in den USA. Und wenn wir uns mal die Gelegenheiten anschauen, damals mit invertierter Zinskurve und Rezession, da haben die Aktienmärkte mal eben 50% verloren. Wir sind jetzt so bei 20% gewesen. Wir sehen wahrscheinlich eine sehr heftige, sehr impulsive Rallye, warum will ich gleich zeigen. Aber wir werden dann wahrscheinlich nochmal ein Problemchen bekommen, wo eben diese Realität der Wirtschaft vielleicht eingepreist wird. Eines der Ausflüsse dieses Ponzi-Schemas ist eben, dass die Schulden der Unternehmen immer weit steigen. Die haben sich gesagt, naja, Geld kostet ja nichts, kann ich doch richtig gute Schulden machen. Jetzt wird das zum Problem, wo eben dann die Refinanzierung dieser Schulden ansteht zu ganz anderen Zinsen. Wir sehen, dass diese Unternehmensverschuldung mal zurückgegangen ist im Corona-Crash und dann aber dabei war, wieder anzusteigen. Und das, wie gesagt, in einer Situation, in der die Liquiditätszufuhr der Notenbanken sich umgekehrt hat zu einem Liquiditätsentzug. Und meine Damen und Herren und vor allem meine Damen, wenn Sie mal ein sicheres Rezessionssignal haben wollen, dann sollten Sie sich das Thema Unterhosen bei Männern anschauen. Die kaufen nämlich deutlich weniger Unterhosen. Das zeigen die Zahlen etwa von Unterhosenherstellern. Da gibt es einen Underwear-Index in den USA. Und deren Orders sind massiv gefallen. Das heißt, die Unterhosen kann man sich kaufen, muss man nicht zwingend alle 2 Wochen neue kaufen. Dann verschiebt man das vielleicht ein bisschen. Und das zeigt sozusagen diese Konsumzurückhaltung vielleicht wirklich sehr eng am Leib, was da derzeit der Fall ist. Also hier klare Anzeichen, dass da jetzt sehr, sehr stark was kommen wird. Aber schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten derzeit für die Aktienmärkte, weil sie bedeuten, dass die Notenbanken nicht so stark auf die Bremse treten. Wir sehen dann Dickfische wie Apple, Microsoft, Google, selbst eine Meta ist gestiegen. Nur die großartige Tesla ist gestern 8% gefallen. Vielleicht, weil sie so großartig ist. Jedenfalls sehen wir eben fast 3% teilweise die Gewinne der verschiedenen US-Indizes, vor allem Energie mit einem Anstieg von 5%. Alle 11 Sektoren im S&P 500 waren im Plus. Die Defensiven etwas weniger, aber solche Sektoren wie Energie, Materials, Finanzwerte waren deutlich im Aufwind und die Stimmung war total negativ. Wir haben hier oben die Umfrage unter Privatinvestoren, da haben wir im Grunde so negative Werte wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Total bärisch, total negativ und was passiert dann? Das Gegenteil. Saisonal sind wir jetzt in der ersten Oktoberhälfte in einer sehr guten Zeit für die Aktienmärkte und wenn wir sehen, wie stark überverkauft die Dinge waren, da sind wir auf absoluten Extremwerten gewesen. Hier 2 Charts, 2 Grafiken von Lance Roberts. Unten sieht man den Weg. Oben sehen wir praktisch die Überverkauftheit des Marktes und das eben bei massiver Absicherung. Wir sehen vor allem extrem viele Puts, die da draußen sind. Die müssen möglicherweise jetzt oder wahrscheinlicherweise eingedeckt werden, je höher die Märkte steigen. Und wir haben ja am Freitag den kleinen Verfall und da werden große Put-Positionen glattgestellt. Die laufen aus, das bedeutet für die Market Maker, also für die Anbieter, die Verkäufer, wenn man so will, Vermittler dieser Put-Positionen, die müssen sich nicht mehr absichern, werden also ihre am Future-Markt eingegangenen Short-Positionen auflösen, damit treten die auch als Käufer auf. Das heißt, wir haben dann einen Options-Short-Squeeze, könnte man sagen, einen Put-Squeeze vielleicht.
Das kann diese Rallye noch viel, viel weiter nach oben treiben. Wir sehen hier MACD, RSI überall total ausgebombt. Dass in einer solchen Situation rein technisch gesehen eine Wende kommt, ist eigentlich nicht wahnsinnig überraschend. Hätte ich gestern ein Video gemacht, hätte ich in diese Charts schon zeigen können. Sei es drum, saisonal hatte ich gezeigt, auch relativ günstig. Zumal, wenn wir jetzt uns mal die Saisonalität in Midterm Elections Jahren anschauen, sehen wir eigentlich, Anfang Oktober geht es meistens dann nach oben. Und es ist aber so, dass es dann so ab Mitte Oktober nochmal sehr schwierig wird, bis Tendenz Ende Oktober. Also wir könnten allerdings jetzt noch eine gute Woche nochmal ganz gut laufen. Warum es aber dann schwieriger wird, ist wahrscheinlich die Earnings. Also sind die Gewinne der Unternehmen. Hier sehen wir mal blau die Projektionen der Analysten, wie das Ganze weitergeht mit den Gewinnen der Unternehmen, und das ist reine Träumerei, und da werden wir natürlich sehr, sehr viele Enttäuschungen sehen. Das dürfte dann nochmal den nächsten Rückschlag bei den Aktienmärkten dann mit auslösen. Wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, hier meine Damen und Herren, in einem Chart von Capital.com sehen wir, wir haben das Tief aus dem Juni unterboten, Fake-Ausbruch nach unten erstmal, alle short, alle abgesichert, alle schreien Panik. Alle sagen, Welt geht unter, Crash, 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 und dann passiert das Gegenteil. Wir sehen eine impulsive Aufwärtsbewegung, die könnte, dürfte so in den Bereich aus meiner Sicht 3900 Punkte laufen. Da wäre also durchaus noch Ebbesplatz nach oben. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss. US-Zinspolitik, wie lange kann die Fed den Kurs noch halten? Das ist genau das Thema, was ich ansprach. Nicht lange. Das hier in diesem Artikel erfahren Sie, warum das nicht mehr lange wird dauern können. Dann zwei Themen hier aus Europa. Gas, globaler Kampf um schwimmende LNG-Terminals. Nur 6 sind frei, sind nicht gebunden. Deutschland ist hier maßgeblich dabei, um diese Terminals zu konkurrieren. Und der Gaspreis fällt immer weiter. Warum das so ist, nämlich der Großhandelspreis. Viele sagen, ja, meine Gasrechnung ist gestiegen. Ja, aber ich spreche über den Gaspreis an den Märkten, meine Damen und Herren. Da gibt es so ein paar super schlaue. However, diese beiden Artikel würde ich Ihnen auch noch gerne empfehlen. Insgesamt also 3 Artikel und die Freude über das Ponzi-Schema. Aber es ist ein Ponzi-Schema und das wird uns noch ganz schön auf die Füße fallen. Aber das dauert noch ein bisschen, und das ist die gute Nachricht. Ich sage Servus und Ciao.